Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil der Ostershow. Alle unsere Shows standen ja unter einem bestimmten Motto. Am Samstag war es das Motto Ei, gestern das Thema Ostern und heute haben wir den Frühling. Der Frühling kann kommen. Und wenn ihr euch ein wenig umschaut in der Natur, dann werdet ihr feststellen, der Frühling ist schon da. Die Blumen blühen, die Bäume schlagen langsam und sicher aus, die Tiere erwachen aus ihrem Winterschlaf. Na, und an allen Ecken riecht man wunderschöne Frühlingsdüfte, die wieder alte und neue Erinnerungen nach vorne bringen. Und so haben wir gesagt, das ist ein ideales Thema für unsere heutige Show. Wir haben wieder ein volles Programm, ganz klar. Mit dabei sogar zweimal Musik heute. Ganz, ganz toll. Und was noch? Puh, ehrlich gesagt, brauche ich das nicht zu erzählen. Schaut doch selbst. Viel Spaß. Ich freue mich heute, das dritte Mal bei Ihnen sein zu dürfen. Ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Bildungsbeauftragte von dem Theater Halbe Treppe. Mein Name ist Hans-Jürgen Meyer-Lindenstein. Und für diejenigen, ich sage es ganz ehrlich, die mich schon zum dritten Mal gesehen haben, ich bin euer Hans-Jürgen. Ja, ja, ja. Ja, heute ist das Thema Frühling. Frühling, meine liebste Jahreszeit, das muss ich ganz klar sagen. Ich werde dann immer wuschig und ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll und die ganzen anderen hübschen Menschen um mich herum. Aber es ist halt der Frühling. Und das geht aber nicht nur mir so, das geht ganz, ganz vielen Menschen. Ich habe ein paar Fakten zusammengestellt, eben über den Frühling und die Natur und der Frühling und der Mensch. Fangen wir mal an. Kalendarisch beginnt der Frühling immer am 20. März. Das ist bekannt, das ist nichts Neues. Allerdings meteorologisch beginnt er schon wesentlich früher, nämlich am 1. März. Und wo? In Aachen. Ja, es ist wirklich so. In Aachen beginnt der Frühling, beginnt aber auch der Winter. Alle anderen Jahreszeiten beginnen in Aachen oder am Oberrhein und ziehen sich so durchs Land mit ungefähr 30 bis 40 Kilometern pro Tag. Rückt der Frühling sozusagen immer näher in den Norden. Heißt auf Deutsch, also wenn wir heute hier Frühling haben, kommt der Frühling in Hamburg erst in 10 Tagen an. Der meteorologische Frühling, ganz, ganz klar. Ja, das ist so, ich fand es schon mal sehr, sehr spannend. Die Frühjahrsmüdigkeit gehört irgendwie auch zum Frühjahr dazu. Man ist abgeschlagen, man ist die ganze Zeit am Gähnen, aber trotzdem, die anderen 50%, die sind richtig fit und flirten sich sozusagen durch die Gegend. Das stellt man auch fest in sogenannten Datingportalen. Im Frühling werden die Datingportale bis zu 17% häufiger besucht als in den normalen Zeiten, also im Herbst oder im Winter. Der Frühling macht allerdings auch einiges mit der Natur. Schneeglöckchen zum Beispiel. Schneeglöckchen sind wahre Bioenergieproduzenten. Denn die Wurzel bzw. die Zwiebel hat immer eine Temperatur, die zwischen 7 und 10 Grad liegt. Das heißt, sie gefriert nicht und das im gefrorenen Boden. Und das ermöglicht eben den Schneeglöckchen, durch den gefrorenen Boden durchzustoßen und dann zu blühen. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Vögel, die natürlich auch im Frühjahr rumflirten, wie wir Menschen logischerweise auch. Da hat man festgestellt, dass die Vögel in der Innenstadt wesentlich lauter singen oder piepsen in der Brummzeit als im Wald oder auf dem Land. Das liegt einfach daran, dass sie sich den Krach der Stadt gegen durchsetzen müssen. Ja? Und deshalb sind sie lauter. Und sogar so laut, dass sie bis zu 90 Dezibel Krach machen. Das ist ungefähr so viel wie eine Kreissäge. Ja, ist das nicht spannend gewesen, was man heute wieder alles erfahren hat über den Frühling. Das war's von meiner Seite. Mir hat's enormen Spaß gemacht, mit euch hier wirklich Wissen zu verbreiten. Und ich merke auch, es ist bei euch in den Köpfen einfach auch angekommen. Und das finde ich extrem wichtig, muss ich sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal wieder. Würde mich freuen und ich sag jetzt mal weiterhin viel Spaß mit der Show. Tschüss.
Wochenende, Sonnenschein, lass doch mal 5 Grad sein. Frühling in der Stadt, flanieren gehen, spazieren gehen. Menschen sehen sich gut, verstehen, das kleine Herz ist lange noch nicht zart. Und alle Menschen träumen von der Liebe, von dem Sonnenschein auf der nackten Haut. Und alle Menschen wollen nur das eine, nur nicht die Uschi, weil sie sich nicht traut. Sonnenschein, draußen sein, jede zeigt nun Haut und Bein. Frühling in der Stadt, kurze Hose, kurzes Hemd, jede bummelt, keine rennt auf Sonnencreme, gibt es bald Rabatt. Und alle Menschen träumen von der Liebe und von dem Sonnenschein auf der nackten Haut. Und alle Menschen wollen nur das eine, nur nicht die Uschi, weil sie sich nicht traut. Frühling in der Stadt. Und alle Menschen wollen nur das eine, ja, den Sonnenschein auf der nackten Haut. Und alle Menschen träumen von der Liebe, nur nicht die Uschi, weil sie sich nicht traut. Sonnenschein und allein will jetzt wirklich keine sein. Frühling in der Stadt, Blumen blühen, Herzen glühen und der Ex wird auch verziehen, auch wenn sie dich so sehr betrogen hat. Denn alle Menschen träumen von der Liebe und von dem Sonnenschein auf der nackten Haut. Und alle Menschen wollen nur das eine, nur nicht die Uschi, weil sie sich nicht traut. Stell dich ein bei Shampoo, Sekt und Apfelwein. Frühling in der Stadt, laue Lüfte, süßer Duft. Nur bei Uschi, da verpufft, was mein kleines Herz zu bieten hat. Denn meine Uschi träumt nicht von der Liebe. Nein, meine Uschi ist niemals involviert. Nein, meine Uschi will niemals das eine. Nein, meine Uschi bleibt kühl und distanziert. Denn meine Uschi ist Profi in der Liebe und alle Kosten hab ich nicht bereut. Ich mach mich nackig, während sie mir zusieht, denn die Uschi ist mein Psychotherapeut. Ich mach mich nackig, während sie mir zusieht, denn die Uschi ist mein Psychotherapeut. Ja, guten Morgen aus dem Kochstudio der Halben Treppe. Mein Name ist Kerstin. Ich möchte gerne heute mit euch einen Eiersalat machen. Ich habe dazu ein bisschen was vorbereitet. Ich habe Mayonnaise da, ich habe Senf da, Pfeffer und Salz. Ja, und Eier natürlich. Die habe ich im Kühlschrank stehen. So. Ja, ich habe mir ein bisschen Hilfsmittel dazu geholt und das ist einmal der Eierschneider, eine Schüssel. Das geht einfach ein bisschen einfacher mit dem Eierschneider. Einmal gerade, einmal quer und in die Schüssel. Das mache ich mit allen 3 Eiern. Ich habe mich mal dazu entschieden, 3 Eier nur zu nehmen. Für den kleinen Haushalt reicht das. So. Ja. Können wir das auf die Seite legen? Ja, das sieht am Ende sieht das so aus. So, dann nehme ich von der Mayonnaise, wie gesagt, 3 Eier, 3 Löffel Mayonnaise. Aber das kann jeder auch machen, wie er das geschmacklich gerne mag. So, ich zum Beispiel mag gerne Senf dabei. Ein Spritzer davon. Und natürlich nicht zu vergessen, Salz. Und Pfeffer. Ja, das alles gut. Umrühren.
Ja, und am Ende nicht zu vergessen, das Probieren. Mmh. Lecker. Ja, ich habe noch ein bisschen was vorbereitet hier. Sachen, womit man den Salat noch abschmecken kann. Ich habe mal noch eine Schüssel vorbereitet. Ja, meine Lieben, so sieht das am Ende aus, wenn der Salat fertig ist. Ja. Ich wünsche euch trotzdem frohe Ostern und viel Spaß beim Eiersuchen. Ja, auch heute könnt ihr wieder etwas gewinnen, nämlich einen Merchandising-Gutschein im Wert von 10 Euro. Was ist Merchandising? Merchandising-Produkte sind genau solche Sachen, die ihr eben mit diesem Gutschein zum Beispiel kaufen könntet. Eine Tasche. Diese THT-Tasche mit unserem Logo drauf, mit unserem Slogan drauf. Super praktisch zum Umhängen und viele, viele Sachen zu transportieren. Aber wir haben nicht nur die Tasche, wir haben auch noch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel, wo haben wir sie? Hier, wir haben auch mal nix. Wirklich mal nix. Ja, wenn ihr mal nix verstecken wollt, habt ihr was, nämlich nix. Nix ist definitiv alkoholfrei, kann man auch Kindern verabreichen und kommt immer wieder gut an, wenn man nichts mitbringen soll. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was ihr mit diesem Gutschein käuflich erwerben könnt. Was müsst ihr machen, um zu gewinnen? Ganz einfach. Ich werde euch gleich ein Gedicht vortragen und in diesem Gedicht kommen ein paar Üs vor. Das ist ein Frühlingsgedicht. Und eure Aufgabe wird es sein, alle Üs zu zählen und uns dann per persönlicher Nachricht, also nicht per Kommentar in Facebook, sondern per persönlicher Nachricht uns die Anzahl der Üs, die ihr in dem sozusagen in dem Gedicht gefunden habt, uns zu übermitteln. Und ja, wir werden einfach alle Einsendungen an dem Tag dann sammeln und werden wirklich ganz wild irgendjemand rausziehen und diese Person wird dann auch entsprechend, bekommt eine Nachricht, dass sie gewonnen hat und bekommt den Gutschein eben zugesandt. Okay, ihr seid bereit? Okay, also Aufgabe ist es ganz einfach. Ich erzähle euch gleich ein Gedicht und ihr sollt uns nachher mitteilen, wie viele Üs in diesem Gedicht vorgekommen sind. Okay, legen wir mal los. Frühlingsnacht von Josef von Eichendorff. Übern Garten durch die Lüfte hört ich Wandervögel ziehen. Das bedeutet Frühlingsdüfte, unten fängt's schon an zu blühen. Jauchzen möchte weinen, ist mir doch, als könnt's nicht sein. Alte Wunder wieder scheinen mit dem Mondesglanz herein. Und der Mond, die Sterne sagen's, und die Träume rauscht's der Hain. Und die Nachtigallen schlagen's, sie ist deine, sie ist dein. Das war's und ich wünsche euch jetzt viel Glück beim Gewinnen. Ach, eine Sache gibt's noch, der Rechtsweg, der ist bei allen, wie bei allen Gewinnspielen natürlich ausgeschlossen. Also, ich drücke euch die Daumen, viel Glück! Was ihr esst, das ist mir Schnuppe! Ich bin kein Huhn für eure Suppe. Nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit. Ich werd inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging Sturm hinaus, ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bohnenwachs und Spießigkeit. Auf der Treppe dachte er, wenn das jetzt ein Aufbruch wäre, er müsste einfach gehen für alle Zeit. Für alle Zeit. Ich
war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Als er draußen auf der Straße stand, fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug. Den Pass, die Euro-Checks und etwas Geld. Vielleicht ging heute Abend noch ein Flug. Er könnte Taxi nehmen, dort am Eck. Oder Auto stoppen und einfach weg. Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wahr. Noch einmal frei von Träumen sein. Sich aus der Enge hier befreien. Er dachte über seinen Aufbruch nach. Seinem Aufbruch nach. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus alten Zwängen fliehen. Da steckte er die Zigarette ein und ging wie selbstverständlich rein. Das Treppenhaus in Bonavas und Spießigkeit. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Dalli, Dalli, geht gleich los. Er fragte, was? Nee, was soll schon sein? In New York, ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Alles hat ein Ende, diese Show und auch diese Showreihe natürlich auch. Das war's sozusagen und wir haben uns jetzt bei euch zu bedanken. Wir sagen danke dafür, dass ihr eingeschaltet habt, danke, dass ihr zugeschaut habt und danke, dass ihr vielleicht schon eine Spende geleistet habt. Danke müssen wir allerdings auch den Gastkünstlern sagen, nämlich der Rockgruppe The Coro und dem Magier Lukas Knipping. Natürlich gibt es auch noch einen weiteren Dank, den wir aussprechen müssen, nämlich an alle Ehrenamtlichen, die hier mitgemacht haben. Das war zum Beispiel Ines, Cordula, Marlene, Kerstin, Heide, Joshua und Holger. Ja, die alle haben mitgemacht und diese Show zu dieser Show gemacht. Das war's dann sozusagen und ich denke mir, wir sehen uns auch demnächst bald wieder, vielleicht Open Air draußen oder vielleicht auch mal wieder im Theater. Man wird sehen. Eine Antwort bin ich euch noch schuldig. Wir hatten auf Facebook gefragt gehabt, wo ihr einen Schoko-Osterhasen als allererstes anbeißt. Und die meisten haben euch gesagt, an den Ohren. Und so ist es auch. Eine Statistik hat gezeigt, dass
75% der Deutschen den Osterhasen zuerst bei den Ohren anknabbern und dann sich weiter sozusagen durchessen. So, damit haben wir unsere Schuldigkeit auch damit getan. Ich sage auf Wiedersehen, wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.